Willkommen, mein Name ist Marius Ebert und heute geht es um Verzinsung, vor- und nachschüssige Verzinsung, also Verzinsung. Und dann klären wir mal die Begriffe von vorschüssig und nachschüssig. Und dann schauen wir uns noch an, was das für unsere Zinsfaktoren, wie zum Beispiel Rentenbarwertfaktor, bedeutet. Fangen wir mal an mit nachschüssig, wenn das unser Zahlenstrahl ist. Wir haben hier die verschiedenen Perioden, T1, T2, T3. Dann bedeutet nachschüssig nichts anderes, als dass wir unterstellen, dass das die Zahlung am Ende anfällt, also jeweils hier am Ende von T1, hier am Ende von T2 und hier am Ende von T3. Nachschüssige Verzinsung unterstellt also die Verzinsung zum Jahresende, während die vorschüssige Verzinsung unterstellt eine Verzinsung vom Jahresanfang. Wenn das also wieder T1 ist, erfolgt die Verzinsung bereits vom Jahresbeginn. Für die Periode T2 ist die Verzinsung nicht hier, sondern hier. Und für die Periode T3 ist die Verzinsung ab hier und nicht, wie bei der nachschüssigen, ab hier. Der Rentenbarwertfaktor und auch der Rentenendwertfaktor unterstellen grundsätzlich nachschüssige Verzinsung. Das heißt, nehmen wir mal an, ein Kunde zahlt 3 Jahre lang einen bestimmten Betrag ein, 2.500 Euro, das macht er 3 Jahre lang. Und wir wollen nun mit Hilfe des Rentenbarwertfaktors den Gegenwartswert in T0, Rentenbarwert ist in einem Betrag in T0, ja, ein Betrag, den wir suchen, umgerechnet diese Zahlungsreihe von 3 mal 2.500 Euro. Dann wird jeweils unterstellt, dass diese 2.500 Euro am Jahresende anfallen. Wir rechnen also 2.500, jetzt kommt unser Rentenbarwertfaktor, hoch n minus 1, hoch n minus 1 durch i mal q hoch n. Jetzt müssen wir die Zahlen einsetzen, also nehmen wir an i sei, was nehmen wir denn mal für einen Zinssatz an? Nehmen wir mal 5% an, also i sei 5%. Dann haben wir hier 1,05 hoch 3, 1, 2, 3 Beträge, minus 1 durch 0,05 mal 1,05 hoch 3. Und wenn wir das ausrechnen, dann bekommen wir diesen Betrag raus hier. Dieser Betrag beträgt dann 7.881,25. 7.881,25 ist also der Gegenwartswert, der dieser Zahlungsreihe hier entspricht. Wenn wir nun abweichend von der Sichtweise des Rentenbarwertfaktors vorschüssige Verzinsung annehmen. Wenn wir also sagen, der Kunde zahlt 3 Jahre lang 2.500 Euro an, aber die Verzinsung erfolgt jetzt vorschüssig, dann müssen wir einen kleinen Trick anwenden. Und dieser Trick sieht folgendermaßen aus. Wir haben 2.500 Euro und zwar vorschüssig. 2.500 werden schon von Beginn des Jahres an verzinst. Das heißt, wenn das hier T1 ist, das hier ist T2, das ist T3, dann erfolgt die Verzinsung schon vom Jahresanfang. Jetzt rechnet der Rentenbarwertfaktor aber mit einer Verzinsung zum Jahresende. Was machen wir? Wir zinsen die 2.500 Euro einfach für ein Jahr auf mit 5%, 2.625. Erhalten damit eine neue, sozusagen rentenbarwertfaktorgerechte Zahlungsreihe von 2.625, 2.625, 2.625 und die multiplizieren wir wie gerade
wieder mit unserer Formel q hoch n minus 1 durch i mal q hoch n. Und dann erhalten wir einen neuen Wert von 8275,31. Das ist in diesem Fall der Barwert dieser Zahlungsreihe hier. Dieser Zahlungsreihe, weil wir vorschüssig verzinsen. Der Betrag ist natürlich höher, weil es mehr bringt, wenn das Kapital schon vom Jahresanfang an verzinst wird, statt vom Jahresende. Das war's. Schauen Sie auch die anderen Videos über Rentenbarwert und Rentenendwertfaktor und schauen Sie vor allem mal in meinen Shop spaßlerndenk-shop.de. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.